Der 33. Spieltag in der Easy Credit BBL. Die einen kämpfen um die Play-Ins und die letzte Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation. Die Bayern wollen endgültig Platz 1 sichern. Rein ins Spiel Ludwigsburg gegen München mit dem Blick auf die Spielanlage der Münchner, die immer wieder den Ball nach innen bringen, gut den Ball bewegen und da Serge Ibaka finden. Aber es ist ein ausgeglichener Start in diese Partie. Auch Ludwigsburg vor allen Dingen in der ersten Hälfte von außen gefährlich. Ibaka dafür mit den Inside-Punkten und der Dominanz für die Bayern. Die physische Vorteile auf den großen Positionen haben. Sie suchen und ausspielen. Die Ludwigsburger versuchen dagegen der Defensive zu doppeln, aber da musst du näher dran sein. Devin Booker mit den nächsten Punkten. Bis Mitte des ersten Viertels bleibt es ausgeglichen. Wie gesagt, die drei erhalten Ludwigsburg in dieser Phase gut im Spiel. Schönes Beispiel hier von Silas Melson. Aber in den letzten vier Minuten übernehmen die Bayern dann komplett die Spielkontrolle. Wieder Devin Booker, starkes Spiel von ihm. 13 Punkte, 7 Rebounds hier, selbst durch einen Foul nicht zu stoppen. Und die Münchner beenden dieses erste Viertel im Stile einer Spitzenmannschaft. Strahlen Ruhe aus, treffen auch jetzt taffe Würfe. Carson Edwards von außen erfolgreich und setzen so zum Ende des ersten Viertels zu einem starken Run an. Ein 15:2 Lauf in dieser Phase, auch das End-One von Bonga. Die Münchner nach dem ersten Viertel mit 27:16 in Führung. Aber dann kommt Jeff Robertson zu Beginn des zweiten Viertels. Im ersten 10 Minuten gar keine Punkte erzielt und dann trifft er plötzlich 3 Dreier in dieser Phase und bringt Ludwigsburg wieder näher ran. Zur Halbzeitpause nur noch 8 Punkte der Rückstand aus Sicht der Riesen. Rein in die zweite Hälfte mit dem Blick auf die Münchner und ihren Routinier Vlado Lucic. Mit all seiner Erfahrung setzt er immer wieder Nadelstiche in dieser Partie. 10 Punkte insgesamt für ihn, gerade in der entscheidenden Phase, zusammen mit Serge Ibaka, ganz wichtig für die Bayern. Hier Ibaka mit dem Offensiv-Rebound und dem nächsten Statement. Super Spiel des NBA-Veterans, auch hier im Pick-and-Roll mit den Punkten trotz des Fouls. Er ist Münchner Topscorer im Spiel, am Ende mit 20 Punkten und 2 Blocks. Und dann ist es Easy Bonga, der Weltmeister, der letztlich den Deckel drauf macht. Ludwigsburg hat alles gegeben. Sie hatten mehrfach die Chance, in dieser Partie auch im letzten Viertel in Führung zu gehen. Aber haben 7-8 Mal die Würfe nicht getroffen. Und so ist das letztlich von Jeff Robertson nur noch Ergebniskosmetik. Er hat 18 Punkte, 3 von 6 Dreier an diesem Spiel erzielt. Aber der fällt dann nicht mehr. Und so gewinnen die Bayern letztlich knapp, aber verdient mit 85:80 in Ludwigsburg. Alle Spiele live und auf Abruf. Bei deinen